Hallo und einen schönen guten Tag zu einem nächsten Alien-Video. Ja, da ich ja nun im letzten Video einmal schön gestorben bin, so wie man es denn nicht macht, ja, habe ich es ja im zweiten Versuch gezeigt, wie man es macht. Ja, aber muss man erstmal drauf kommen. Ja. Würde ich sagen, setzen wir unsere Suche jetzt erstmal weiter fort. Wir suchen ja auch jetzt immer noch nach einer neuen Datenzelle, die hier irgendwo in dem Kreis ist, die wir natürlich jetzt denn erstmal finden müssen. Ja. So, gehen wir hier erstmal weiter. Gute Frage. Nächste Frage, wo ich jetzt hin muss, weiß ich nicht. Ich laufe jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass ich total verkehrt bin. Super. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Hier ist alles zu. Ich weiß auch nicht, ob ich schleichen muss oder ob ich normal laufen kann. Haben wir jetzt. Oh! Was haben wir denn hier? Eine Kernaktualisierung. Super! Ja. Können wir jetzt mehr sehen? Oh ja! Super. Sevastopol Werkarchiv. Okay. Da können wir langlaufen. Aha. Ja, dann machen wir das doch mal. Gut. Ich würde sagen. Aha. Speichern wir erstmal. Ach, laufen wir einfach. Ha. Das war doch keine gute Idee. Vielleicht werden wir jetzt gefressen. Okay. Schauen wir uns mal um. Hier ist jetzt so, glaube ich, nichts. Ducken wir uns wieder. Karte können wir mitnehmen. Jo. Weiß jetzt auch gar nicht, wo wir hier jetzt genau hin müssen. Cool. Einen neuen Bauplan gefunden.
Bindemittel, Gerät unzureichend. Okay. Cool. Also wir finden ja momentan hier Baupläne, das ist ja echt super. Also wie man sehen kann, können wir schon so einiges bauen. Okay. Okay. Da haben wir ein Gerät gebastelt. Dann bauen wir da noch mal das. Okay. Okay. Und das. Cool. Das haben wir erstmal von jedem ein. So, Medikit. Unser Standard-Ding. Waffen generell würde ich hier, also Schusswaffen würde ich hier nicht benutzen, weil ja. Weil das denn doch das Alien ganz schnell auf den Schirm ruft. Dann haben wir Probleme. Ja. Also die Tür soll das Alien angeblich nicht hören. Das ist für mich ziemlich laut. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Sicherheitskontrolle wird ausgeführt. Okay. Keine Ahnung. Was ich machen soll. Gucken wir einfach mal. Entweder wir werden gleich gefressen oder auch nicht. Schauen wir einfach mal. Gut, da nun grünes Licht ist. Okay. Jo. Machen wir das einfach mal. Ah, was haben wir denn hier? Ja, super. Okay, ein funktionierender Zugangsgenerator. So.
Was müssen wir jetzt machen? Das müssen wir erstmal gucken. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie hier rauskommen. Mal schauen, ob das klappt. Okay, so. Boah, Dödel. Da. Und dann den und den. Mal sehen, wo haben wir es denn? Ah! Und den. Oder den. Marshall Waits. Hier spricht Chief Porter vom Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugschreiber. Wir haben weiß Gott wie viele Firmendatenschutzrichtlinien gebrochen und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Weyland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Diese Teile wurden für die Ewigkeit gebaut. Also hat entweder jemand auf der Nostromo den Mutterprozessor beauftragt, ihn zu formatieren, oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Den gehen wir mal wieder raus. Ja, also wie wir ihn schon mitgekriegt haben. So, einmal speichern. Ja, wie wir schon mitgekriegt haben, das Alien verfolgt uns, aber es kommt noch nicht raus. Das kann nicht wahr sein. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen. Okay, jetzt müssen wir wohl denn da hinten runter. Okay, dann gehen wir da mal lang. Oder können wir hier rein? Nein. Naja. Ah. So, gucken wir mal. Ah, da. Dazu sei gesagt, in den anderen Schwierigkeitsstufen mit diesem ja, Code-Laser, sag ich mal, da wo wir die Zeichen richtig auswählen müssen, sei gesagt, in den anderen Schwierigkeitsstufen
hat man nicht so viel Zeit, die Sachen auszusuchen. Also da muss man schon fix sein. Ansonsten muss man immer wieder und immer wieder neu suchen. Und man muss auch immer dann wieder neu am Rädchen drehen. Also das ist dann immer dann an einer anderen Stelle. Und ja, so viel sei schon mal gesagt. So, ich glaube, hier kommt gleich das Alien. Das erste Mal. Glaube ich. So, jetzt haben wir das Alien an der Backe. Jetzt wird es denn immer rauskommen. Nun heißt es wirklich Schleichmodus. Ansonsten haben wir Probleme. Einfacher wird das denn nachher, wenn wir den Flammenwerfer haben. Den können wir es zumindest kurzzeitig verscheuchen. Hin und wieder durchbricht es dann auch den Flammenwerfer. Also da helfen dann Flammen nichts, dann wird das Feuer durchbrochen und dann catcht es uns trotzdem. Aber ja, zu Anfang sind wir jetzt echt aufs Schleichen angewiesen. Und ja. Weiß jetzt auch nicht, wo ich hier jetzt genau hin muss. Muss ich hier rein? Nein. Nee, ich bin wieder verkehrt. Da hätte ich gar nicht reingemusst. Okay. Was ist denn hier? Hä? Da muss ich hin. Ja, Moment. Dann ist das bestimmt. Ja, na super. Wir müssen da wieder hin zurück, wo wir das Gerät gefunden haben in die Lobby. Ja, geil. Moment, erstmal unter den Tisch. Findet uns das Alien nicht. Jetzt können wir dann erstmal ein bisschen basteln. Ja, okay, so meine ich das jetzt nicht. Irgendwas war mit Bindemittel. Was braucht denn Bindemittel? Das. Okay. Blendgranate. Können wir auch noch eine bauen? Das ist auch schon mal gut. So. Können wir noch ein Midi-Kit bauen? Ja. So, jetzt haben wir zumindest.
So, nicht immer mit diesem doofen Revolver. Da habe ich das Gefühl, dass ich mich hin und wieder selbst erschießen möchte, wenn so manche Sachen nicht klappen. So, jetzt können wir uns das Bindemittel hier mitnehmen. Auch schon mal nicht verkehrt. Das weiß ich nur nicht. Da brennt noch ein grünes Licht. Gut. Man könnte jetzt hier an den PC gehen und da ein bisschen was lesen, aber das machen wir mal nicht. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Haben schöne viele Baupläne gefunden. Haben auch schöne viele Sachen gebaut. Also speichern wir erstmal. So. Das Doofe ist, wenn es da rauskommt, kann es auch Treppen. Also es läuft denn hier rum und sucht denn im ganzen Treppenhaus. Ja. Ist denn schon mal nicht angenehm. So. Ja, jetzt sind wir ja schon wieder fast da. Das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage, wie ist das mit den Leuten, die da waren? So, na super. Wieder was suchen. Oh. Den. Jetzt wird es brandgefährlich. Es rührt hier überall rum. Es sucht. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir
müssen einen sicheren Ort finden, bis Seeks sein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Alles klar. Gut. Cool. Super. So. Hätten wir das schon mal geschafft. Ja. Bin ich mal gespannt, wo da der nächste Speicherpunkt ist. Weil... Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. So, erstmal Kernaktualisierung. Super. Da sehen wir schon, da haben wir den ersten Syntheten. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. So. Ja. Aha. Läuft noch ein Synthet rum. Okidoki. Muss ich denn hier abrupt hin? Okay, man kann da einmal komplett rum. Rezeption. Wäre ja nun mal schön, wenn man weiß, wo man speichern könnte. So, bin ich jetzt richtig? Ich muss den Gang lang. Okay. Okay, da braucht man einen Ionenschneider. Ich weiß jetzt nur nicht, sind die Syntheten jetzt wohlgesonnen noch oder sind sie jetzt schon angefressen? Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Syntheten des Modells Chemie sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher auf
Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Davon würde ich abraten. Okay, er macht noch nichts. Okay. Ja, auch ein bewährter Trick, einfach hier unten lang laufen, um den Alien zu entgehen. Es ist ganz wenig vorgekommen, dass das Alien hier die Stufen runterkommt. Es ist meistens immer nur da oben lang gelaufen. Ja, nur mal so nebenbei. Tracker. Er wurde modifiziert. Ja, jetzt haben wir ein neues Spielzeug. Haben Sie sich verlaufen? Nein, kein Problem. Das Gute ist, der nimmt schon mal Syntheten, so wie das Alien war. Das ist schon mal sehr fantastisch. Wo ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ist, ob das Alien diesen Bewegungsscanner hört. Das ist jetzt so eine Sache. Ich bin der Meinung, das Alien hört den Bewegungsscanner. Muss mich da aber dann nochmal... Werden wir ja dann im späteren Spielverlauf sehen, ob es das Viech das hört. Okay. Türzugriff auswählen. So. Da wir ja schnell vorankommen wollen, machen wir das einfach mal. Komm, oh, Moment. Ja, das Video geht ein bisschen länger, weil wir hier auf einen Speicherpunkt warten, der uns jetzt denn weiterbringt. Freigeben. Was ist hier irgendwie eine Nummer? Da, 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 da. Nein. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seeks and Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Okay. Aber jetzt hören wir was, Pien. Also haben wir hier irgendwo einen Speicherpunkt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo. Okay. Da, Bingo. So, damit endet erstmal denn dieses Video wieder. Hoffe, es hat Spaß gemacht, weil wir das Alien jetzt ein bisschen in Bewegung und in Action sehen konnten. Ja, ich bin jetzt schon mit dem Schleichen angefangen, weil ich jetzt nicht weiß, ob es da schon aus den Schächten rausgeschossen
kommt oder auch nicht. Von daher haben wir einfach mal die Schleich-Action aktiviert. Ja, das soll es gewesen sein fürs Erste. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Das nächste Video kommt auf jeden Fall. Ciao.